Herzlich willkommen zurück zum zweiten Part von Landwirtschaftssimulator 2015 hier auf Bjornholm. Und wir haben schon ein bisschen Geld gemacht. Wir haben jetzt aktuell 44.000 Euro. Und Smirnoff ist da. Servus. Und der Hidan ist auch da. Hallo. Und ich bin natürlich auch da, der Kim Jong-Flo. wir laden jetzt gerade Kartoffeln auf, die wir noch in unserem Silo drin hatten. Und wie seht, haben wir schon zwei Anhänger gekauft, mit denen ich hier schon wieder super... Das ist die ganze Zeit, fahre ich wie ein junger Gott, ne? So, und kaum ist mal hier irgendwas mit ihm aufgenommen, schon Chaos. Würde ich jetzt auch behaupten. Ja, ja. So, was machen wir denn heute überhaupt? Alles Schönes. Ja, wir kuppern und säen gerade schon wieder fleißig. Und dann würde ich sagen, stellen wir schnell die Zeit vor und ernten. Das ist eine gute Idee. So, ich lade Kartoffeln auf hier. Immer noch mit diesem dynamischen Pipe-System hier. Was anscheinend nicht jeder Spieler sehen kann. Nee, leider nicht. So. Der eine Anhänger ist voll. Und mal gucken, ob wir den zweiten auch noch voll kriegen. Ja, sieht gut aus. 90... 100%. So, und jetzt zeige ich auch mal was Neues nochmal. Das hatten wir eben gerade nämlich schon festgestellt. Wenn man bergab fährt und ein bisschen lenkt, dann schlägt der Trigger ganz schön ein und man dreht sich sehr schnell mal. Also die hinteren Gerätschaften ziehen ordentlich mit. Ups. Oder der Flo kann einfach nicht fahren. Oder ich kann nicht fahren, ja. Das werden wir in dem Video ja sehen. Das können die Zuschauer dann nochmal feststellen. So, ich fahre jetzt mal hier den runter. So, ich mache jetzt mal die Perspektive von draußen. So, jetzt fahre ich mal. Jetzt fahre ich ein bisschen in die Kurve rein. Wir haben uns auch einen schönen weißen Anhänger gekauft. Das finde ich auch sehr schön. So, jetzt fahre ich hier die Kurve. Und ist immer sehr sinnvoll, einen weißen Anhänger zu holen, da wo es sehr dreckig wird. Immer sehr sinnvoll. Leute, ja. Merkt euch das. Wenn ihr irgendwo schmutzige Arbeit habt, weißen Anhänger. Nee, wenn ihr irgendwo schmutzige Arbeit habt, dann holt euch Smirnoff und Hidan. Die machen das nämlich weg. Ja, ja. Ja, also mein Hänger ist gerade schon ein bisschen gedriftet. Aber der hintere wird trotzdem nicht schmutzig. Der hintere ist immer noch weiß. Immer noch fabrikneu. Zumindest sieht er so aus. So, und wir fahren jetzt zur Reederei. Da schmeißen wir die Kartoffeln raus, oder? Ja, zur Reederei, genau. So, und was hier auch noch jetzt mit drauf ist, ist hier vorne. Ach, ich darf es noch gar nicht zeigen. Ich fahre jetzt. Oh, nee. Das darf noch keiner sehen. Für eine kleine Überraschung. Wieso geht denn die Uhr in meinem Trigger falsch? Gibt's ja nicht. 17:12 Uhr. Auf Winterzeit und Sommerzeit noch nicht eingestellt? Nee, im Spiel ist es 7:40 Uhr und hier oben im Trigger steht 17:12 Uhr. So. Ja. Du hast wenigstens eine Uhr. Ich sehe bei mir keine Uhr. Bei mir ist hier oben rechts. Wo bist du denn jetzt abgebogen? Ich wollte unseren Zuschauern, wollte ich den Zirkus zeigen. Achso. Ne, hier Zirkus Halligalli und so. Die Leute, Zirkus, die noch Asterix und Obelix kennen, ab in den Zirkus, in den Zirkus. Aber Moment, hier steht Zirkus mit C und mit C am Anfang und K. Wird Zirkus nicht normalerweise entweder mit Z-I-R-K geschrieben, beziehungsweise C-I-R-C-U? Zirkus. Ja, irgendwas finde ich an diesem Zirkus komisch. Naja, lieber schnell weg hier. Ist ein ausländischer Zirkus. Ja. So, lieber schnell weg vom Zirkus hier. So, ist auf jeden Fall sehr schön gemacht. Also ich finde, das ist wirklich auch so ein bisschen Liebe zum Detail. Ne? Finde ich auch. Oh, und hier unten ist noch eine kleine Hütte. Auch schön, da unten steht eine Hütte am Strand. Oder ja, am Strand sag ich schon, am Fluss. So, erstmal fahren wir jetzt die Kartoffeln weg, damit wir noch ein bisschen Geld verdienen hier. So. Wir haben auch eine Warmblinkanlage, wie wir sehen können. So. Also ihr lieben Leute, ihr lieben Modder, wie ich es im letzten Video ja schon gesagt habe, wir testen gerne Mods für euch. Ja. Was ich sehr begrüßen werde, wäre so eine schöne, schöne bergige Landschaft, wenn ihr so eine Karte erstellen wollt. Die würde ich sehr gerne testen. Weil die ist ja schon sehr schön hier, die Bjornholm-Karte. Ich bin bergig. Ja, leider bisher noch viereckige Felder, aber später auch rund. Später haben wir runde Felder, ja. Ja, später haben wir runde Felder. Ich wollte gerade sagen. Davon bin ich ja auch ein großer Fan davon, von runden, umgebungsangepassten Feldern.
So, wir hatten, was hatten wir eben gerade für Geld? Ich hab's vergessen. Wir hatten 44.000, ne? Jetzt haben wir 57.000. Wunderbar. Und wir haben jetzt noch, was haben wir noch? Mais, der noch wegzufahren. So, ihr müsst mir Bescheid sagen, welche Zeit vorstellen kann, Jungs, ne? Noch nicht. Gerade das erste Feld gesät. Ah. Die Ernte haben wir gesehen. Gerste Wulster. Gerste, ja. Ja, irgendwie ist das Gerste-Symbol jetzt viel weiter nach hinten rutscht. Ich glaube, das ist auf der vierten Stelle oder sowas, gell? Ja, ich hab's schon gefunden. Kannst du erstmal das eine reparieren, das eine Feld, wo der Helfer reingefahren ist? Was? Achtung. Also die Spiegel sind auch sehr schön, finde ich. Feld Nummer 24. Da ist ja auch Gerste drauf, da hat der Helfer das doch kaputt gemacht. Der Arsch. Der Drecksack. Und immer schön blinken, nicht vergessen, ne? Richtig. Blinker links, Blinker rechts. Blinker links, Blinker rechts. Zwinker, Zwinker, und du kannst auch warm blinken. So, und wir sind ganz schön schmutzig. Und trotzdem ist der Anhänger, der weiße, immer noch nicht schmutzig. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil wir zwei dran haben. Ich fahre jetzt mal einfach mal durchs Feld. Sorry, Jungs, aber das Feld gehört zwar nicht uns, aber ich fahre jetzt einfach mal durch. Was? Dann redest du aber mit dem Baum, wenn er sich beschwert. Ja. Ja. Und was ich jetzt auch nochmal machen werde, um das zu testen. So, ich bin jetzt hier mal ein bisschen durchs Feld durchgefahren. Ich koppel jetzt mal den hinteren ab. Jetzt koppel ich den... vorne dran? Jetzt koppel ich, ja. Ich koppel den hinteren jetzt mal nach vorne dran. Also ich koppel den weißen jetzt... Und guck mal, ob der... Da liegt ein Leitpfosten. Klingt wahnsinnig. Das kannst du nicht tun. Oh doch, ich kann es und ich werde es tun. Denn ich bin Kim Jong Flo. Uns wird der Himmel auf den Kopf fallen, wenn du das machst. Meinst? Oh, und auf einmal wird der Schmutz. Ich sehe jetzt schon, dass die Reifen ein bisschen schmutziger werden. Ich hab dich gewarnt, aber du wolltest ja nicht hören. Ne, ihr müsst ihn nachher putzen. Mit der Hand. Doch, ja. Dann macht ihr Carwash. Carwash, ja. Working at the Carwash, yeah. Oh je, jetzt fängt er an zu singen. Du hast doch gestern die Szene gesehen, die ich gepostet hatte von Simpsons, oder? Ja. Genau so machen wir das dann. Meinst du mit Homer und Peter? Ja, ja. Die ist klasse. Oh Gott. So. Und jetzt gucken wir mal, wie schmutzig der vordere Anhänger jetzt hier wird. Ich wette, er wird schmutzig. Wäre noch was fürs Giants-Team, wo die nochmal nacharbeiten könnten. Dass auch der 500. Anhänger, den ich hinten dran hänge, auch irgendwann schmutzig wird. Hey, der wird auch schmutzig, wenn du um den Dreck fährst und nicht, wenn du über die Straße fährst. Ich bin doch gerade übers Feld gefahren. Ja, der wird doch nicht sofort dreckig, das dauert doch ein bisschen. Wir testen das ja nochmal ausführlich. Ich bin gerade übers Feld rüber geheizt und der ist hinten nicht schmutzig geworden. Und wir kommen übrigens, was ich auch sehr schön finde, dass man bergauf wirklich zu kämpfen hat. Also zumindest mit zwei Hängern hinten dran. Was ich schon bemerkt habe, ist, dass wenn du Feldarbeiten machst, wie zum Beispiel Kuppern oder Säen, die schneller dreckig werden, ist ja logisch, die werden schneller dreckig, als wenn du nur über Felder fährst oder nur über den Rand fährst. Ja. Und was ich auch sehr schön finde, unser Bauer bewegt sich jetzt. Also der bewegt die Hände beim Fahren. Ja, auch wenn er noch so steif da dran sitzt, als würde er, ja, ich reiß das Ding auseinander. Der hat einfach keinen Spaß im Leben, ey. Der schläft nicht, hat keine Frau, und da würde ich auch so am Steuer sitzen. Ja gut, er läuft ja noch, als hätte er einen Stock im Arsch. Stimmt. Vielleicht ist es eher der erste homosexuelle Bauer in einem Videospiel. Das könnte doch sein. So, wo ist denn jetzt hier der Körnermais überhaupt? Im Silo, ne? Silo. Ja, okay. Dann holen wir den jetzt eben auch nochmal ab. Wo soll ich hier denn hinfahren? Hier soll ich auch zur Reederei hochfahren, ne? Also, haben wir noch gar nicht geguckt, Transportfirma. Ach, Transportfirma? Ja. Wenn du magst, kannst du mir aber einen Anhänger geben. Mach ich. Hast nichts zu tun, oder? Nee, grad fertig geworden. So, Weizen, Gerste, Raps, Körnermais. Dann müsstest du aber auch die dynamische Pipe jetzt sehen bei dir zumindest. Keine Ahnung, also zumindest sieht es bei dir aus, als würde da irgendeiner reinkotzen. Oder es sieht aus wie Kürbissuppe. Ja, es sieht, der Mais, aber der sieht doch sehr realistisch aus, finde ich. Okay, wo kann man jetzt das Symbol sehen, was das jetzt da ist? Du musst R drücken. Ja, für Befüllung starten. Ja, drück mal R. Ah, okay. Da musst du auswählen. Genau, ah. Wunderbar. Magic. Nee, bei mir sieht es immer noch aus wie Kotze.
Ja? Okay, warum fährst du jetzt da lang? Ja, weiß ich auch nicht. Ich wollte im Konvoi mit dir fahren. Warte, ich drehe mal kurz nochmal um. Jetzt kann ich mit meinem lieblingsschönen weißen Anhänger durch die Gegend fahren. Ha. So, ich folge dir einfach. Warte mal auf mich. Wir müssen eng an eng fahren hier. Bei der nächsten Kreuzung bitte links abbiegen. Sie haben das Ziel erreicht. So, jetzt bin ich jetzt da. Jetzt links abbiegen. Oh, jetzt muss ich auch blinken hier. Stimmt. Wir blinken ja alle fleißig. Boah, ich muss mal den hier hochkämpfen. In 3 Kilometern rechts abbiegen. Da sind ja auch wunderbar viele Bäume, die man fällen kann. Also man kann auch jetzt schon Bäume fällen, zumindest im größten Teil. Das stimmt. Und auch die Bäume, die man platzieren kann, die kann man auch fällen. Ja. Haben wir ja schon festgestellt, es bringt aber nicht viel, wenn so ein Baum 7000 kostet. Ja. Du die dann einfach mal abhackst. Ja, unrentabel. Ja. Also wenn du 10 Euro plus machen würdest, könnte man sagen, ja okay, gut, ne? Aber du machst ja dickes, fettes Minus. So, und was ich auch sehr schön... Die nächste rechts abbiegen. Naja, unser weibliches Navigationssystem hat gerade gesprochen. Ja. Wie schnell wenn möglich, überhaupt? Bitte wenden. Was? Ich fahr 42. Na gut, da passt es ja. Na, das hatte ich auch mal so ein schönes Navigationssystem gehabt. Ein bisschen die Sprache geändert. Und ja, mitten auf der Autobahn, wo es keine Wendemöglichkeit gab, keine Abfahrt, kein gar nichts. Das haben sie jetzt gemacht. Jetzt aber schleunigst wenden. Was? Die nächste links abbiegen. Ah. Unser Navi sagt nicht mal bitte. Ja, sofort. Muss bei meinen Navi nehmen, was ich im Auto habe. Da habe ich Ausbilder Schmidt reingemacht. Ja, das kommt bestimmt gut, ey. Nächster Letz! Oh, hier ist schon die Abladestation. Ja, weißt du, was der sagen würde, wenn du jetzt das Ziel erreicht hättest? Na? Du hast dein Ziel erreicht und jetzt hör auf zu flennen, du Student. Genau, wenn du auf der Autobahn fährst, schreit er dich an und sagt, ruckzuck auf die Autobahn, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Sehr gut, ey. Was hatten wir jetzt gerade? Wir hatten 55.000 eben, ne? 57.000. 57, wir haben jetzt 65.000, haben wir jetzt. Jetzt sage ich mal meinen Kram hier ab. Und hier, guck mal, dynamische, hier, ne? Kippverhalten. Oh, das ist ja schön. 65.000 hatten wir, haben wir 74.000, also knapp 9.000 haben wir gemacht. Und man sieht mal wieder, Giants hat ganz viele arbeitslose Menschen eingeladen, denn sie laufen mal wieder sinnlos hier rum. Ja. Im Anzug. Ich habe immer Zeit im Anzug irgendwo sinnlos durch die Gegend zu laufen. Stimmt, sie laufen aber auch durch die Felder hier durch. Unglaublich. Ja. Scheiß auf die guten Schuhe. Das passt schon. So, müssen wir noch irgendwas wegfahren jetzt? Nee, das war's jetzt eigentlich erstmal. Haben wir... Felder sind schon gedüngt? Alles fertig. Ist also das letzte Feld wird gerade gesät. Und dann muss ich noch die Stelle reparieren auf dem anderen Feld. Ah. Genau. Okay. Und dann kann man Zeit vorstellen und dann geht's schon nämlich los mit dem nächsten Part. Ja. Ja, stimmt. Aber wir halten jetzt gleich hier vorne bei der Infotafel nochmal. Bei der Infotafel? Hier gibt's eine Infotafel. Infotafel, ja. Holen Sie die Infotafel. Das ist ein Anschlagbrett. Ein Anschlagbrett? Achso, willst du das anlegen? Ja, da kannst du deine Thesen annageln jeden Tag, wenn du lustig bist. Ah. Schild! Da halten wir nochmal an, ja. Also, wie bist du denn da reingefahren? Wie bist du denn abgebogen? Ja, da war ein Schild, das kam kurz vor mir und es aufgeblendet. So. Der Blinker geht aber auch aus, ne? Ja, der geht aus. Ja, leider. Gucken wir mal. Ah, Fallfrucht. Ach, kannst du Missionen machen. Hm? Eine Kiste mit Ananas ist aus einem Lieferwagen gefallen. Jetzt liegt es an ihm, die Ladung an die richtige Adresse zu bringen. Ihr steht doch beide nebeneinander, oder? Ja, ja. Wir kuscheln gerade. Ja. Der eine Punkt ist jetzt nämlich plötzlich bei Feld 28 an diesem Wollknoll. Echt? Wenn ich auf die Karte gucke. Warte mal. Birkus. So richtig ist es. Birkus, außer mit Englisch halt. Nee, also unsere beiden Punkte sind noch ganz normal zu sehen. Ja. So. Wie ihr seht, auch im neuen Teil gibt es was Neues. Teleportation ist jetzt auch erhältlich. Stimmt. Ach ja. Magic, alles Magic. Woo!
Ja. Magic, wie sie im Buch steht. Und mein Anhänger wird immer noch schmutzig, ne? Oh. Du fährst ja auch über die Straße. Nicht so schmutzig wie du. Das kann er nicht, Dreck, ich werde nicht. Du musst mehr schmutzige Gedanken haben. Ja, hab ich doch schon. Ihr könnt jetzt ja mal tanken, oh wenn Gott, du das Ding schleicht hier hoch, das ist der Hammer, ey. Ich mach schon mal meinen Bahnblinker an, ey. Du Scheiße, ja. Ich roll gleich rückwärts. Könnt ihr gleich mal tanken an der Tankstelle, wenn er schon dran vorbeifahrt? Ja, das wollte ich gerade machen. Machen wir. Boah, wenn ich immer hochgekrampft komme, ey. Nein, ganze 4 Liter getankt. Was war das für eine süße Hupe? So, ich hab auch getankt und nicht gezahlt, schnell weg. Oh mein Gott. Wir sind Verbrecher. Ja. Ah, das ist schon wieder unser Hof hier. Ach Mensch. Die Tankstelle ist ein Navigationsvermögen hast du. Das ist nicht euer Hof, das ist der Getreidespeicher. Ja, also wir sind jetzt gleich beim Hof, das ist die Strecke. Ja. Ich dachte aber wirklich, das da hinten wäre unser Hof. Ich bin gespannt, ob bei Regen oder Schnee endlich mal der Scheibenwischer angeht, oder nicht? Ja, das hab ich auch schon überlegt. Und ob dann der Schmutzgrad weniger wird. Oder ob sich der Schmutz vermischt, so oder. Vermischt zu Megaschmutz. Zu Megaschmutz, ja. Sorry, jetzt bin ich hier hinten draufgefallen. Da hab ich gerade gemerkt, dass du mein Fahrgestell gebumst hast wieder mal. Unglaublich hier. Ja, weil du so lang, lahmarschig fährst. Ja, rechts vor links beachten. Rechts vor links auf unserem Bauernhof hier, oder was? Na klar. Du hast den Blinker nicht gesetzt. Für was denn? Ja, weil du hier auf den Hof gefahren bist. Ich fahr doch geradeaus. Warum soll ich für geradeaus einen Blinker setzen? Das ist genauso wie bei einer abknickenden Vorfahrt. Die Leute, die geradeaus fahren. Warum setzen die den Blinker? Für was denn? Die fahren doch geradeaus. Wollen wir die Hänger gleich einfahren? Das wird immer ein Rätsel bleiben. Also ich finde, das Rückwärtsfahren ist ein bisschen schwerer als ein 13er Teil. Echt? Ach, viel besser geworden. Ja, finde ich auch. Allein ist den Grund, dass es endlich keine losen Achsen mehr gibt. Was kostet der Kercher eigentlich? 5000 irgendwas und das finde ich sehr schade. 4500, glaube ich, oder sowas. Wie viel? 5000 irgendwas. Es gibt noch außerdem noch, es gibt einen Akkuliner, da drehen die die ganze Zeit. Der Akkuliner hat eine Deichsel, hat der. Sehr schön, ich liebe Deichselanhänger. Es gibt nämlich nichts Besseres, rückwärts zu fahren, mit dem Deichselanhänger zu üben. Ich finde die beiden hier ganz gut eigentlich in Kombination. Und der 4500 kostet der Kercher. Vielleicht sollten wir uns gleich mal einen kaufen. Ah! Kauf lieber noch ein Feld, oder? Ja stimmt, ein Feld können wir auch noch kaufen. Ich würde anstatt ein Feld lieber bevorzugen noch einen Trecker und Gruber und eine Sämaschine, sonst werden wir ja nie fertig. Das stimmt. Ja, das können wir aber nicht leisten. Ein Trecker kostet allein schon 180.000. Was? Ja, du willst doch nicht so ein popliges Ding hier wiederholen, was erstmal 500 Euro pro Tag kostet. Natürlich. Ja. Wo willst denn du lang? Ich wollte drehen. Ja, fährst halt den Hang runter. Hier, den für 37.000, der sieht auch schön aus. Der Hühlemann. Der Hühlemann für 37.000? Ja, das wäre eine Option. Also, ob Hi dann noch seinen Trecker bekommt oder nicht. Was? Wenn es um meinen Trecker geht, dann will ich aber den Case Quadrex 620 bitte, ja? Warte mal, Traktoren. Den Case. Ja, viel Spaß, der ist hochzufahren. Der gefällt mir überhaupt nicht. Agriculture, den Magnum meinst du? Nein, den hinten, noch weiter hinten. Ach, den Quad-Track. Natürlich, ach, schöne Raupenfahrwerke. Der ist aber wirklich beschissen zu fahren. Da falle ich lieber den New Holland T8, der macht richtig Laune. Den T8 435? Mit dem nee, T8 320. Ach, ja. Ja, aber ich würde gerne mal, wenn wir das Geld haben, würde ich ganz gerne mal diesen Smart-Tracks ausprobieren von New Holland. Den Smart-Tracks? Mhm. Wo hinten Raupen dran sind, meinst du? Ja, also ich finde, wir kaufen uns als nächstes erstmal den Puma. Ja, der Puma ist ein gutes Einstiegsmodell. Ja. Der hat gut PS, hat er. Ja. Einiges ziehen, hat von den... Welchen, den Bürger was? Nein, den Puma, den Case. Case Puma 160. Ach da. So, ja, dann sehen wir uns im zweiten Part, im nächsten Part sehen wir uns wieder so, im dritter. Alle guten Dinge sind drei. Wenn euch das Video gefällt, liked es, teilt es,
Abonnieren. Lebt es. Vergöttert es. Liebt es. Was hat die gesagt? Lebt es. Lebt es? Lebt es. Lebt es, ja. Ja, lebt. Und überall immer dran denken: It's magic. Genau, it's magic. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Nächstes Mal.